Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich sehe anders aus. Ich habe mich jetzt umgezogen und es regnet. Dann müssen wir unseren Schirm. Was ist denn das? Wie kann man denn das denn ändern? Was ist denn das? Tab. So. Man dann wieder den Schirm. Moment. Ja. Zubehör. Räucherlaterne. Das braucht mir, glaube ich, für Mulan, glaube ich. Für die Trainingsgewichte und die verzierte Handfächer. Dann möchte ich den Regenschirm in der Hand haben. Oh, interessant, interessant. Ja. Wir müssen jetzt rausgehen. Es regnet, wie ihr sehen, wie ihr hören könnt. Wir mal draußen bestimmt mal in den Inventar gucken. Ja, das müssen wir noch verschenken, die Traumscherben. Denn wenn wir könnten zwar, man kann es leider nicht verkaufen, warum auch immer. Man bekommt viel zu viel davon. Daraus könnten wir gereinigte Nachtscherben machen. Aber ich habe ja nicht genug Nachtscherben. Ich habe nur 29 und ich habe 909 Traumscherben. Und das ist ein bisschen zu viel. Aber so viel brauche ich nicht, aber egal. Ich wollte meinen, dass wir mal in den Laden gehen können. Ich muss mal schnell schauen, was für Aufgaben wir haben. Ich muss nochmal mit Daisy plaudern. Dann Elsa ein Geschenk geben. Da ein paar Fische angeln. Nochmal mit Mirabelle quatschen. Kakao sammeln und blaue Edelsteine abbauen. Wir zuerst wollen in den Laden gehen. Also wir müssen Leute. Dann reden wir schnell mit Daisy. Was gibt's Neues? Hast du etwas auf dem Herzen, Daisy? Oh, ich habe gerade über romantische Beziehungen nachgedacht. Oh. Minnie liebt kleine, süße Gesten, zum Beispiel, wenn Mickey ihr einen Strauß Blumen bringt. Aber ich liebe große Gesten. Ich habe einmal Donalds Namen zu seinem Geburtstag mit Feuerwerkskörpern geschrieben. Ah. Was glaubst du, ist der wichtigste Teil einer Beziehung? Gemeinsame Interessen haben, Vertrauen, wenn du bereit bist, deine Pommes zu teilen. Ja, das klingt doch lustig, oder? Das stimmt, das ist das A und O für jede starke Beziehung. Hast du eine Story für mich? Nö. So, erledige einige herrschaftliche Aufgaben. Ja, das können wir in einem Mama bei Münster. Für drei Dekorationen in eisigen Höhen. Fange drei Fische, bereite zwei Gerichte zu, baue vier Pferde. Genau, cool. Gehen wir mal in den Laden. Dann schauen wir mal. Es ist Sonntag. Die Folge für Dienstag. Die Folge für Montag schon am Freitag aufgenommen. Hier drin brauchen wir es nicht. So, schauen wir mal, was wir Schönes haben. Ich glaube, das war noch ein Geschenk, oder war das ein Plausch? Das Geschenk, oder? Moment. Ne, das war... Ah, nochmal, ne. Muss mir noch mit dir plaudern? Dann, okay, das war ja... Hola! Hola, Reben! Lass uns besser kennenlernen, du kannst mich alles fragen. Oh. Reben, hast du Schwestern? Naja, eine. Aber ich habe andere Geschwister. Und versteht ihr euch gut? Das tun wir. Das ist toll. Mit meiner Schwester Luisa habe ich mich immer gut verstanden. Aha. Isabella hingegen, wir hatten lange Zeit eine ziemlich schwierige Beziehung. Aber jetzt verstehen wir uns wirklich gut. Dieser Ort hier ist Beweis dafür, dass jeder... So, dann haben wir das auch geschafft. Stell wundersame Wachstumsserie her. Cool, cool, cool. So, dann schauen wir nochmal oben. Hallo, Hinweis. Dann schauen wir mal oben, ob wir irgendwas nicht haben. Okay. Sei gegrüßt, Nachbar. Ist das neu dazukommen? Und dann kostet das 4000? Dieses hässliche Bild. Ratatouille, Fenster des Jeremy. So. Der Regen ist wunderschön. Na, wenn du das sagst. So, dann schauen wir mal. Möbelsets. So, alle Stierkopf haben wir alles Aladdin. Das kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir Jafar leveln. Glaube ich, keine Ahnung. Dann Cinderella fehlt noch eins. Da wollen wir da mal runterscrollen. Coco, die Erstkönigin, fehlt. Ist Coco da neu dazu gekommen? Ich weiß gar nicht. Also da gibt es ja im Laden was von Coco.
wahrscheinlich das da damit gemeint. Oder? Nein, nur die Show. Na egal. Reden wir mal mit Jana. Ich habe es ein bisschen gelevelt. Und dann könnten wir mit ihr reden. Sogar im Restaurant sind sogar Gäste. Zahlen sie sich auf. Na, Gubert, wie immer am Nerven. Wo ist sie denn? Hallöchen. Wir sind so eine große, bunte Gemeinschaft. Es fühlt sich an wie zu Hause. Luis, große Pause. Was ist los, Tiana? Hallo, Ray-Ban. Ich habe einen neuen Freund aus dem Bayou gefunden. Darf ich dich vorstellen? Dein Freund aus dem Bayou? Auf jeden Fall. Erzähl mir mehr über diesen Freund aus dem Bayou. Er heißt Luis. Niedlich. Erinnert dich an Luis von zu Hause? Ist ein Krokodil? Das könnte man so sagen. Ich war überrascht, dass es hier Krokodile gibt und keine Alligatoren. Aber nachdem ich mich vorgestellt und ihm einen kleinen Leckerbissen gegeben habe, haben wir uns gut verstanden. Das ist zu niedlich. Ich würde deinen neuen Freund gerne kennenlernen. Dann auf zur Lichtung des Vertrauens. Ich freue mich so, dass ihr reden könnt. Moment. Erinnerungen. Ich muss nicht mit dir reden. Das ist seltsam. Ich kann Luis nirgendwo finden. Vielleicht ist er nur im Wasser. Könnte es sein, aber normalerweise kommt er sofort angerannt, wenn ich komme. Ich habe ihn mit Gumbo gefüttert und er liebt es. Normalerweise sind die Krokodile auf hier Hummer aus. Vielleicht ist er satt. Jetzt schläft er. Naja, vielleicht ist Luis ein kulinarisch abenteuerlustiges Krokodil. Sollen wir herumfragen, ob ihn jemand gesehen hat? Das ist eine wunderbare Idee. Lass uns Mutter Gotel fragen. Sie scheint die Lichtung gut zu kennen, also kann sie sicherlich helfen. Zu Mutter Gotel gehen? Klar. Stimmt etwas nicht? Es ist nur, naja, du wirst schon sehen. Mach's gut. Geh in die große Weide und Mutter Gotel nach Luis fragen. Ich will schon die... gleich drei Erinnerungen. Einsammeln. So. Mit. Oh, ist das schön. Es ist 19.14 Uhr. Da wird die Sonne gleich aufbauen. Das Haus. Da muss ich unbedingt ein Foto machen. Dreimal enttäuscht. So. Noch eine Erinnerung. Viermal enttäuscht. Mal gucken und dann das Häuschen. Moment. Schon wieder das Drehen nicht. Also. Ja, bleib doch einfach ruhig. Ja, gut. Jede Perspektive ist gut, was? So, jetzt gehen wir mal in die große Weide. Luis ist eingesperrt. Frag Mutter Gudel, warum? Was für ein Vergnügen. Ist. Mutter Gudel, was ist denn hier los? Nun, ich hatte gehofft, einen ruhigen Moment für mich zu haben. Aber offensichtlich hast du andere Pläne. Das habe ich nicht gemeint. Warum ist Luis in einem Käfig in deinem Haus? Hm? Luis, meinst du diese reptilartige Plage? Ja, das ist keine Plage. Das ist etwas unter der Gürtellinie, das ist für dich. Ich wollte nur schützen, was mir gehört. Es ist ganz einfach, Ray-Ban. Dein Luis hat meinen ganzen Garten zerstört. Also habe ich einfach das getan, was man mit Schädlingen macht. Sie einfangen. Vielleicht können wir zu einer Einigung kommen. Wie wäre es, wenn Tiana und ich dir einen neuen Garten anlegen? Und dann lasse ich den Schädling raus und er zerstört wieder meinen Garten. Ich glaube nicht. Weißt du, wenn man auf einem Baum lebt, ist man natürlich den Tieren ausgesetzt. Das ist eine ziemlich Überreaktion, wenn ein Tier in deinem Garten ist. Du scheinst an allem, was ich sage, etwas auszusetzen zu haben. Eine gute Antworten.
Was werde ich ihr in den... vor die Füße werfen? Und ganz klar, ich bin wichtiger als die Tiere. Okay, gut. Wie wäre es, wenn wir ein paar Zäune aufstellen, um den Garten zu schützen? Das könnte akzeptabel sein. Toll, was war vorher in deinem Garten? Es war eine Mischung aus Gemüsepflanzen, Okra, Reis und Spinat. Was die Zäune angeht, möchte ich weiße Lattenzäune haben. Und das könnte meinen Garten in Zukunft sicher machen. Hier, nimm das. Hier, nimm das, weil ich darauf warten muss, dass du alles selbst sammelst, werde ich jahrelang warten müssen. Ah, gut, wir werden uns gleich darum kümmern. Ach, bei Regen lassen sich meine Haare kaum bändigen. Ich sehe trotzdem farbenhaft. Oh, das war so ein kleiner... Das habe ich nicht gelesen, was ich brauchen soll. Sammle Material für den neuen Garten von Mutter Godel. Okrasamen, Reissamen, Spinatsamen. Ja, sammeln wird schwierig, ich muss sie einkaufen. Da war da nicht eine Erinnerung. Haben wir das eingebildet? Ja. Genau, weiße Lattenzahn haben wir genug. Dann müssen wir hier... also Okra, Spinat und Reissamen kaufen. Na, wie geht's? So, 10 Reissamen. 10 Spinatsamen. Und 10 Okrasamen. Errichte im Untergrundsgarten auf der Lichtung des Vertrauens wieder. Pflanze die Gartensamen neu ein. Spinat, Reis, Okra. Schütze die Setzlinge mit einem neuen Zaun. Ich muss es wahrscheinlich egal auf wo. Achso, Lichtung des Vertrauens. Sehr gut. So, wo haben wir denn Platz, um das anzupflanzen? Ich würde sagen, hier. Müssen wir hier ein paar Sachen umstellen. Brauchen wir jetzt nicht. Das ist nur ein Hindernis. So. Dann Schaufel raus. Und Grab 1. Ja, okay, dann halt so. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. So, dann leider können wir schon mal was einpflanzen. Mach mal Reis. Was gut ist, wir müssen uns nicht gießen, weil, naja, es regnet. Dann haben wir schon mal den Reis eingepflanzt. So, dann graben wir weitere Löcher für... Spinat oder Okra, ist ja egal. So. Hier graben. Pflanzen wir hier Spinat. So. Das wäre doch gelacht. Ah doch, ich habe tatsächlich eine Erinnerung gesehen. Das Blau, was ich gesehen habe. So. So, und dann... also, was wird jetzt mit Jafar? Er muss auf sich warten lassen. So. Dann haben wir das. Oder müssen wir noch einen Zaun rumbauen? So, und da bauen wir den Okra an. Und da müssen wir einen Zaun hin platzieren. So. Dann 90 Stück. Ich muss kurz niesen. So, fertig genießt. Dann Moment. Ersetzen, nein. So. Moment. Irgendwie bin ich... ja, das Bauen hier ist ein bisschen blöd.
Oder ich bin blöd, keine Ahnung. So, dann. Mit WASD geht das nicht. Okay. Dann machen wir das so. Passt jetzt? Oder. Nein, da fehlen noch. Ah. So, dann. Okay. Wegmachen. Passt das jetzt? So, das sieht ein bisschen bescheuert aus. Na egal. Öffne die Herausforderung und hol ihren neuen Garten genug Mark, um Louis zu befreien. Achso, ich hab nicht genug Energie. Jetzt habe ich genug Energie. Und noch schnell die Erinnerung einsammeln. So. Oh. Komm, viel. Gib mir Erinnerungen. Mutter Gutel. Ja, das war nicht dran. Wo ist sie denn? Das wäre zu Hause. Ja, dann schauen wir mal, wo sie ist. Ah, da ist sie ja. Hallo. Okay, Mutter Gutel, wir haben deinen neuen Garten angelegt. Ja, ich denke, das ist akzeptabel. Kannst du den kleinen Louis jetzt rauslassen? Nun mal nicht so voreilig, Ray-Ban. Ich habe es mir noch einmal überlegt. Es gibt noch andere Dinge, die ich brauche. Nein, ab morgen ist eine Abmachung, Mutter Gutel. Okay, dann kann ich hier den Garten umgraben. Ich bin mir sicher, dass mir jemand aus dem Tal helfen kann, den kleinen Louis zu befreien. Also wirklich, Ray-Ban, ich habe dich nur auf den Arm genommen. Du nimmst alles so ernst. Hier, nimm den Schlüssel. Danke. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Sehr gerne. Diese Narren haben keine Vorstellung, welcher Zauber sich hier kontrollieren muss. Okay. So, interagieren. Du bist jetzt weggelaufen. Sprich mit Jana über das Pferdekrokodil. Also, im Film ist er viel, viel größer. So, Tiana. Hallo? Na bitte, Louis ist frei. Oh, ich bin so froh. Aber was ist, wenn er hungrig wird und ich nicht da bin, um ihn zu füttern? Er würde wahrscheinlich das fressen, was auch die anderen Krokodile hier fressen, oder? Gewiss in der Richtung des Vertrauens sind voll von leckeren Hummern, die er fangen kann. Oh. Ja, das stimmt. Und ich werde ihm so oft wie möglich Gumbo bringen. Aber ich mache mir Sorgen um ihn hier draußen. Was ist, wenn die anderen Krokodile ihn nach seinem Aufenthalt mit dem menschlichen Käfig nicht wieder willkommen heißen? Natürlich. Was ich damit sagen will, ist, was, wenn es ihn nicht mehr glücklich macht, ein normales Krokodil zu sein? Louis muss ein besonderes Krokodil sein. Ist Louis eine Person, die Merlin verwandelt hat? Ich schätze, er hat einen Vorgeschmack auf das hohe Leben bekommen. Das glaube ich nicht. Kommt dann aber mehr? Er ist definitiv anders als die anderen Krokodile. Wenn du etwas für Louis tun willst, besonders nachdem er eingesperrt wurde, ich helfe dir gerne. Oh, danke, Ray-Ban. Verstehe. Ich habe mir gedacht, wir könnten ihm einen kleinen Unterschlupf bauen. Würdest du mir helfen? Ich habe das hier. Das sollte dir die Herstellung erleichtern. Ja, weil ich so wenig davon habe. Das klingt so süß. Bin dabei. Wiedersehen. Stell zu Hause des Bayou-Begleiters her. Okay. Dann können wir eine Werkbank. Oh, wir brauchen sogar einen Smaragd. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Lehm und Hartholz und Orange. Den Gegenstand zu Hause des Bayou begleitet in der Richtung des Vertrauens auf. Ist wahrscheinlich auch egal, wohin. Dann würde ich sagen, warum nicht hier einfach? Frag Tiana, ob sie mit Louis neuen zu Hause zufrieden ist. Oh, da passt es nicht durch. Können wir hier drüber steigen? Ich frage mich, ob das irgendwie erweitert wird. Hey du, ich habe eine Idee, die perfekt zu dir passt.
Vielen Dank für all deine Hilfe, Ray-Ban. Kein Problem. Das Glück der Tiere ist für mich genauso wichtig wie die des Dorfbewohner. Aha. Räusper, räusper. Diese kleine Kreatur hat mich so sehr an meinen lieben Freund Louis zu Hause erinnert. Oh. Er ist so freundlich und klug, aber er passt nicht ganz zu den anderen Reptilien. Verstehe. Ich konnte Louis nicht einfach ohne einen Freund zurücklassen. Ich bin sicher, dass ihr für eine lange Zeit gute Freunde sein werdet. Das ist nur ein weiterer Grund, warum du gut hierher passt. Lass dir Zeit. Ich bin sicher, dass du in jedem Biom tierische Freunde finden wirst. Mach mal einfach das dann. Also Ideen für deine Zukunft im Tal? Großartig. Oh, ich arbeite ein paar neuen Ideen. Ich möchte mehr Möglichkeiten finden, die Freude am Essen mit anderen zu teilen. Dann lass ich dich mal auf das konzentrieren. Wir reden später, Tiana. So, sind wir schon bereit? Level 7. Dann komm mal mit, dann level ich dich mal. So. Lass uns abhängen. Beziehungsweise, wir können ja einen kleinen Plausch halten. Morgen, Ray-Ban. Schon Abend. Kann ich dir bei etwas helfen? Schön, dass du fragst. Aha. Eigentlich könnte ich einen Rat gebrauchen. Mickey war so nett. Und da schreiben sie ihn auch mal mit EY. War so nett und hat mir geholfen, mich hier einzuleben. Hast du eine Idee, wie ich ihm eine Freude machen kann? Wie wäre es mit ein paar Blumen vom Hauptplatz? Bei deiner klassischen Beignets? Es gibt nichts Besseres als eine handgeschriebene Notiz. Aha. Du hast recht, sie haben mich noch nie im Stich gelassen. Natürlich. Ich mache gleich einen großen Teller. Das ist ja danke, Ray-Ban. Ich habe etwas für dich. Gelbe Früchtebrot, gelbes Kaktusblüte, Rotbier. Wie wär's mit ein paar Traumscherben? Für das bringt gar nichts. Das weiß ich sehr zu schätzen. Dann wollen wir die schnell leveln. Was war das nochmal? Rotbier. Dann machen wir schnell Rotbier, dann nehmen wir es ihr. War nicht absichtlich. So. Klar, dass es keine Suchleiste gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob Rotbier ein Dessert ist. Ja, es ist. So, dann kommt da noch mehr? Ja, hier. Dann werden sie gelevelt. Oh, vielen Dank. So. Das sind die Sachen, die wir bekommen. Deshalb wollte ich sie auch leveln. Weil ich glaube, ich habe nicht alle gelevelt. Weil ich weiß halt nie, was man bekommt. Man kann es auch nirgendwo sehen oder ich weiß nicht, wo man es findet, aber ja. Hungry Ben. Wie die Aufgabe? Hey, Tiana, was hast du vor? Ich hatte gerade die wunderbarste Idee, Ray-Ban. Könntest du mir dabei helfen? Ja, klar. Was ist deine Idee? Ich möchte einigen Dorfbewohnern beibringen, wie man in einem Restaurant kocht, insbesondere die Gerichte der Cajun-Küche. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das richtig ausspreche, vergessen nachzuschauen. Das ist cool. Aha. Ich bin so froh, dass du so denkst. Es macht immer Spaß, Kochtipps auszutauschen und wir können es mit einem kleinen Wettbewerb noch lustiger machen. Großartig. Und wenn ich mal nicht in der Lage bin, die Gerichte für Tianas Essensstand zu kochen, ist es gut zu wissen, dass es hier ein paar Leute gibt, die für mich einspringen können. Super. Hast du vor, dich wieder in ein Kochbuch zu vertiefen? Meine Güte, nein. Aber ich werde mich mir ab und an zu einem freien Tag Tag frei nehmen wollen. Hast du schon einen Kandidaten im Auge? Man könnte sagen, ich habe schon eine vorläufige Speisekarte. Könntest du mit Woody, Anna, Christoph, Mike und Mulan reden? Oh. Ich arbeite an den Quellen für die Zutaten, entscheide über die Rezepte und richte die Wettbewerbsküche ein. Klar, mach das und ich werde deine Kandidaten für dich finden. Ich danke dir. Wenn du fertig bist, treffen wir uns in Remis Haus. Es ist der perfekte Ort für eine improvisierte Kochschule. So, jetzt möchte ich nicht mehr, dass du mitkommst. Oh, Betritt den Palast durch die in der Promenade versteckte Falltür. Ich würde das da wieder weitermachen wollen. Das war... Ich glaube, im Grasland, oder? Wir brauchen endlich Jafar. Ich glaube nicht, dass wir ihn so schnell bekommen, aber... Ja.
Ja. Gut, so. Nio, da ist eine Erinnerung. Schnell einsammeln. Vielleicht ist da tatsächlich eine Erinnerung. Drinnen. Ja, dabei. Na, endlich. Und aus passend zu Aladdin. So. Erinnerung. Na. Oh. Enttäuschung. So, dann wollen wir da mal reingehen. Betreten. Eine Sandruhe. Interessant. Hä? Bin ein Weg, den Abgrund zu überwinden. Schade, dass wir das nicht haben. Ah, ich hätte vielleicht. Ich bringe ja schnell ihr Lieblingsgeschenk. Und vielleicht. Ach, egal. So kann man damit interagieren. Ach, damit müssen wir interagieren. Okay. Wieder ein Weg, um durch das Tor zu kommen. Na gut. Das muss nochmal verschwinden. Okay. Man kriegt nichts davon. Jetzt die mal eine weiße Überblende. Kunde den Abschnitt weiter. Na, natürlich. König der Löwen. So, interagieren. Wahrscheinlich muss man damit nur interagieren. Den Weg, das Tor zu deaktivieren. Jetzt ist es leicht. Okay, wie lange? Öffne. Ja, Geld kann man gut gebrauchen. So, irgendwie. Ich entferne das mal alles. Vielleicht ist ja irgendetwas drin, das wir brauchen. Interagieren. Ah, okay. Wir sind hier gefangen. So, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ah. Mal jetzt damit interagieren. Ah, okay. Ah, ich habe sogar richtig gedreht. So. Betreten. Thank you.
ist er. Die Musik und alles. So, konfrontiere Jafar im Thronsaal. Jafars Labor. Forsche den Palast und versuche den Schlüssel zu finden. Vielleicht können wir ja bestechen. Okay. Wir sollen den Palast erforschen. Um einen Schlüssel zu finden. Wo sind wir denn hier? Forsche Jafars Labor. Ich kann nicht hintergehen. Betätigen wir mal die Sanduhr. So. Können wir die auch verschwinden lassen? Gemeinsam mit interagieren. Ah, gehen wir mal nach oben. Nach hoch. Eine Krähe. Wer bist du? Raven. Jafar? Nein, ich bin Raven. Komm drauf an, wer du bist. Ich bin der Herrscher von Dreamlight Valley und der Insel der Ewigkeit. Du sollst mir also besser helfen. Wenn du mir hilfst? Ich bin eine Nervensäge. Ja, das stimmt. Eine Nervensäge? So nennt mich Jafar. Sag mir, was ich tun soll. Was möchte er, dass du tust? Hilfe beim Experimentieren. Der glänzende... Wie der glänzende Schlüssel. Der Schlüssel? Ich brauche ihn. Wie bekomme ich ihn? Einfach. Bitte mich. Versuche herauszufinden, was der Vogel essen möchte, indem du die Zutaten an der Kochstation mischst. Die dich nach einem Hinweis um, womit du den Vögel füttern kannst. Haben wir ja. Ansehen. Ja, dann sammeln wir alles ein. Und dann schauen wir mal. Moment. Müll. Reden. Er mag keinen Müll, was? Lesen. Das schießt den Vogel ab. Ich wollte einen Ersatz für Jago ausbilden, aber stattdessen habe ich diese lästige Nervensäge am Hals. Er weigert sich mir, bei meinem Experiment zu helfen. Er hat sogar angefangen, meine Geräte und Artefakte zu stehlen und weigert sich, sie zurückzugeben, wenn ich ihn nicht füttere. Und sein Geschmack ist seltsam. Er will nur Gerichte mit frischem Gemüse und verfaulten Meeresfrüchten. Ah, der Gestank ist widerlich. Also frisches Gemüse und verfaulte Meeresfrüchte. So, nochmal. Also musst du wieder alles einsammeln. Oder sind hier verrottete Karotten? Ich mag hier frisches Gemüse. Okay, kenn es ja nicht. So. Also ich probiere es nochmal und dann würde ich... Gut, dann mach mal
nämlich nur die verrotteten Meeresfrüchte und frisches Gemüse. Ja, mein, bin ich doof. Man kann ja nichts anderes auswählen. Ich will nur Gerichte mit frischem Gemüse und verfaulten Meeresfrüchten. Ist noch irgendwie? Ich habe 35 Minuten. Immer das gleiche raus. So herauszufinden, was der Vogel essen möchte, indem du die Zutaten der Kochstation mischt. So, ich nehme jetzt mehr. So. Vielleicht. Ich kann ja nur die Sachen auswählen, die hier sind. Mehr kann ich ja nicht machen. Und immer das Gleiche raus. Was übersehe ich? Er will nur Gerichte mit frischem Gemüse und verfaulten Meeresfrüchten. Aber frischem Gemüse, ich meine, ich kann ja kein frisches Gemüse auswählen. Okay, nochmal, also. Frischen Gemüse und verfaulten Meeresfrüchten. Okay, gut, das sind ja jetzt alles. Okay, verstehe, verstehe. Ha, besser ist Schafars Essen. Letztes Ding hier. Hey, das ist nicht der Schlüssel. Nö. Der Schlüssel. Schau mal, wo das letzte Ding hinpasst. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Das wollen wir in der nächsten Folge. Ja, komme ich überhaupt raus oder muss ich dann gleich nochmal aufnehmen? Naja, erfahren wir gleich. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr keine Folge verpassen wollt, solltet ihr jetzt auf Abonnieren drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei der nächsten Folge von Destiny Dreamlight Valley. Und wenn ihr das Spiel gespielt habt, schon vorher, bevor ihr die Folge angeschaut habt, wie leicht viel ist euch? Seid ihr darauf gekommen, die Sanduhr zu betätigen und so weiter? Oder schreibt es doch in die Kommentare. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.